Sind das jetzt hier Steine oder sind das auch Kartoffeln? Okay, hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Lega und herzlich willkommen zu, ja, einer weiteren Folge Survive.io. Ich habe ja schon eine Weile nichts mehr hochgeladen und ich dachte, das wäre ein ganz gutes Spiel, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Mal schauen, ich habe gesehen, es gibt ein neues Update, Potato Update heißt das. Ich habe schon kurz reingeguckt. Kartoffeln spielen eine große Rolle, sagen wir es mal so. Und das letzte Mal habe ich ungefähr gespielt, das ist jetzt knapp 10 Monate her. Schauen wir mal, was es hier alles Neues gibt. Das kenne ich noch nicht. Es gibt ja eine Schrotflinte hier drin. Eine Schrotflinte ist schon mal eine ganz gute Einstiegswaffe. Besonders, wenn man noch nicht so eine große Sicht hat. Jetzt gerade haben wir eine Zweiersicht, wie vielleicht hier oben zu sehen. Oh, hier ist jemand anders. Hier ist jemand anders. Aber Schrotflinte. Ist hier jemand? Ich glaube, da ist jemand drin. Das Problem ist bloß, wenn wir... Okay, gehen wir rein. Okay, einmal erwischt. Ich glaube, der hat noch keine Waffe. Rennen wir dem einfach mal hinterher, den kriegen wir. Ist der hier draußen, wartet auf mich? Nein, er ist nicht hier draußen. Okay, er hat Angst. Oh je, da kommt schon die rote Zone. Na gut, dann hauen wir mal hier nach links ab. Der Dude ist weg. Oh, oh, da ist jemand. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Lass mich in Ruhe. Verschieß deine Munition, komm ruhig raus. Puck, ich sehe dich zwar nicht, ich werde dich trotzdem erledigen. Komm her. Jo. Ha, erledigt. Erste Tötung, bam. Huch, wo ist meine Schrotflinte hin? Warum habe ich meine Schrotflinte nicht mehr? Habe ich die aus Versehen abgelegt? Aber da müsste die doch hier noch irgendwo sein. Oh je, hier ist noch ein anderer Gegner. Ah, nicht so viel quatschen. Was ist das? Ach ja, hier. Genau, das hatte ich ja schon gesagt. Das ist wie gesagt das Kartoffel-Update. Das ist eine Kartoffel und diese Kartoffel können wir benutzen wie eine Granate. Logisch, ne? Warum Kartoffeln? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich mal ein bisschen mit der Lore beschäftigen von diesem Game. Vielleicht, weiß ich nicht, hat ja der Besitzer ein... Da ist jemand drin. Oh mein Gott, den habe ich gerade so gesehen. Den, nein, das war ein Fehler. Hat der eine Achtersicht oder war das bloß Zufall, dass der mich jetzt angegriffen hat? Da unten ist auch schon wieder einer. Aber ich werde erstmal den hier oben erledigen. Oh, der hat keine Vierersicht, glaube ich. Oh, das ist aber auch egal, weil er uns erledigt. Gehen wir mal erstmal hier nach unten. Hier ist schon wieder, oh, was ist das? Lass mich, oh mein Gott, was ist das? Lass... Sind das jetzt hier Steine oder sind das auch Kartoffeln? Okay. Ah, Nahkampf! Wollen wir nicht auch ein Nahkampf-Duell machen? Na, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Da musst du noch besser zielen. Okay, 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 okay. Nein! Nein, lass mich in Ruhe! Ja! Das war so spannend. Ich krieg aber anscheinend dauernd neue Waffen, wenn ich Leute kille. Spiele ich irgendeinen besonderen Mod hier gerade? Das war früher anders, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh mein Gott. Das war witzig. Er hätte mich einfach in Ruhe lassen sollen. Das wäre die bessere Idee gewesen. Ich dachte eigentlich, Lega wäre immer noch hier Name bei dem Game. War es, glaube ich, eigentlich nie so richtig, wenn ich ehrlich bin. Und wird es wahrscheinlich auch nicht werden, wenn ich jedenfalls so spiele. So, jetzt geht's aber wieder rein. Ich würde ganz gern wenigstens unter die Top 10 heute kommen. Das wäre schon ein Träumchen. Ja, braucht mein Ego auch. Oh, das Haus ist auch neu. Oh mein Gott. Das war so schlecht. Oh mein Gott, die spielen zusammen. Ich dachte, die sind gerade in dem Haus und kämpfen so ein bisschen gegeneinander. Und ich dachte, ja, ich habe aber auch das ein bisschen spät gecheckt und ein bisschen komisch darauf reagiert. Eigentlich hatte ich die beste Ausgangssituation. Ich hatte eine Schrotflinte, die beide waren in einem kleinen Raum, konnten nicht wirklich irgendwo hinfliehen. Hier geht's auch hoch, ich will aber hier rein. Ja, aber ich hab's halt nicht, oh Gott. Da kommt jemand, ah! Oh nein! Oh mein Gott, da ist noch einer! Das ist keine gute Idee, nicht Nahkampf. Komm her, komm her. Ja, ich hab eine Pistole. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm. Nein, ich hab keine Munition mehr.
Scheiße. Gehen wir jetzt da rein, das ist die Frage. Okay, wir haben Munition, aber hier ist halt auch noch ein anderer Dude und der hat... Gib mir das. Vielleicht sollten wir es einfach nochmal im Nahkampf probieren. Andererseits, ich habe nicht so viel Leben und ich habe nichts, wie ich mich heilen könnte. Ach, hauen wir einfach ab, ganz ehrlich. Das ist es nicht wert. Ich würde aber ganz gerne mal... Munition, irgendwas zum Heilen haben. Okay, das kennen wir hier. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Goddammit. Oh yeah. Oh yeah. So. Und gib mir ja auch noch was Schönes. Ist hier irgendwas Schönes? Natürlich ist hier was Schönes. Dann kann man es aktivieren. Man kann das nicht aktivieren. Also man kann das kaputt schießen, aber wenn man es tut, dann explodiert das. Und das wurde mir schon mal zum Verhängnis. Yeah. So, sind hier eigentlich immer Nahkampfwaffen drin? Oh yeah. Ist hier was Besseres drin? Ja, nehme ich die Axt. Die Axt kenne ich, mit der bin ich zufrieden. Ist jemand drin? Ne, hier ist niemand drin. Und das wurde komplett abgegrast. Hier wird wahrscheinlich jemand drin sein oder drin gewesen sein. Ja. Yep. Das ein... Huch, warum hast du das denn nicht genommen? Dachte er, das explodiert oder was ist hier los? Oder ist hier noch irgendwer anders drin? Das gibt's doch nicht. Du hast ein cooles Katana, aber... Fuck. Komm, gib mir was Schönes. Ja, eine MP5 ist was Schönes zum Anfang. Das ist so grundsolide. 2 ist ein bisschen over the top. Oh je, der hat jetzt auch eine MP5. Ha! Erledigt, sehr schön. Das war natürlich 100% Skill. Aber was ist das für eine Waffe, die ich jetzt habe? Die kenne ich noch gar nicht. Und es hat anscheinend... es gibt auch eine neue Munitionsart. Wie gesagt, ich weiß nicht wie neu. Auf jeden Fall neu für mich. Na, komm her. Nein, 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 lass mich doch. Das ist ein... What? Hoch, 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 hoch. Fliehen, fliehen, fliehen. Was? Warum ist das alle? Oh je, oh je. Das ist so eine beschissene Situation. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Okay, hoch, runter. Ich werde den mit den Fäusten erledigen. Passt mal auf, passt mal auf. Okay, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist nicht tot. Ich hau jetzt hier ab, das ist mir zu kritisch. Ich habe ja nicht mal Munition. Doch, ich habe Munition. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Wenn sich 4 bis 5 Leute streiten, freut sich der Leger. Das ist ein altes Sprichwort. Ich kann nicht glauben, dass wir das gerade überlebt haben, ehrlich gesagt. Das war so dermaßen knapp. Hier ist jemand drinne. Okay, ich wollte mal die neuen Kartoffeln ausprobieren. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihnen halten soll. Andererseits, was habe ich erwartet? Das ist eine Kartoffel. Ich bin mir nicht sicher, ob diese rote Farbe ungefähr unbedingt ein Upgrade ist. So ein bisschen für sehr selbstbewusste Leute nach dem Motto, die Gegner können mich ruhig sehen. Ich sehe jemanden drinnen. Hier ist jemand drinnen. Oh nein, ich kann das gar nicht nehmen. Nein, esse ich das schnell. Nein, 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 nein. Step, step. Was ist das denn hier? Die Waffe kenne ich auch noch nicht, oder? Es ist eine Super 90. Okay. Scheint eine Schrotflinte zu sein. Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt habe ich zwar, scheiße, 20% meiner Munition verschossen für nichts im Grunde genommen. Ach, der hat doch nur darauf gewartet, dass ich ihn von hinten angreife. So, das wird jetzt die Runde. Ich sag's euch, Platz 1. Tja, gut, alles klar. Ih, da ist eine Kackwurst drin. Goddammit, ich komm dauernd auf die Map drauf. Die liegen halt... Nein, 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 nein. Ja.
Ja, das war keine gute Idee, in dem Raum zu bleiben, als wenn er gerade neben dir liegt. Eigentlich war es doch ganz cool, einfach bloß hier drin zu warten auf gut Glück. Wenn jemand kommt, zack, 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 step, step. Oh. Okay. Anderer Plan. Ja, aber was ist der Plan? Das Allerwichtigste, was ich jetzt bräuchte, wäre eine bessere Sicht. Ja, ja. Oh nein, 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 zu früh gefreut. Okay, cool. Ich werde mich nicht mit dem anlegen können. Oh je, weil ich kaum noch Leben habe. Schnell hier rein. Ach, mit der letzten Kugel. Ah, der wäre aber auch nicht abgehauen. Der hat wahrscheinlich eine Vierer-Sicht gehabt und hat gedacht, den Leger, den schnapp ich mir. Das Gute daran, dass ich ein YouTube-Video aufnehme, ist natürlich, ich kann hier am Ende des Games natürlich meine beste Runde rausnehmen und die schneiden. Ja, das ist meins, vergiss es. Hihihihihi. Tschüss, ich habe keine Waffen. Das nehme ich mir auch noch. Ja, hau ab. Hier ist eine Kartoffel. Komm her! Komm her! Komm her! Komm, gib mir eine Waffe. Tut mir leid, da war es jetzt zu langsam. Und tschüss. Helm, Helm und Huch! Wo habe ich denn jetzt die Rüstung her? War die hier gerade im Busch drinne? Hm. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Na komm her. Schon andere Leute haben es probiert, mich im Nahkampf zu killen. Komm, trau dich doch. Komm, trau dich doch. Nee, vergiss es. Na gut, okay. Tun wir einfach mal so, als wäre das nie passiert. Verschwinde. Ich dachte, ach, du willst mit mir zusammenspielen. Ey, lass meinen Helm in Ruhe. Bewerf mich bitte. Oh. Okay. Du hast es so gewollt, ganz ehrlich. Ich dachte, du kannst nicht jemanden... Ja gut, okay, wir haben einen Nicht-Angriffspakt abgeschlossen. Also, ne, das ist mir auch schon klar. Aber du kannst ja nicht einfach mir hinterherrennen. Das war kein Freundschaftspakt. Das war nur ein Nicht-Angriffspakt. Lerne den Unterschied, verdammter Mist. Oh, ich dachte gerade, ich bin gestorben. Jo, die Bratpfanne will ich haben. Hat der eine Doppel-Desert-Eagle? Will der mich verarschen? Ist das nur Spaß? Das ist nur Spaß. Gib mir die Spaß. Die finde ich besser. Oh, da ist jemand. Oh, ich hab... Scheiße. Ich hab gar keine Munition. Hm. Oh mein Gott, die Bratpfanne kann das abhalten. Das habe ich gar nicht gewusst. Die Kugeln sind doch gerade von mir abgeprallt, oder? Ja, geil. Ist jemand drinne? Nochmal. Da ist jemand drinne. War der AFK? Sind wir bei der AFK oder weiß ich nicht. Schlechteste Reaktion ever. Aber Ghillie-Suit. Geil, wir haben den Ghillie-Suit. Das heißt, wir sind so ziemlich unsichtbar, wenn wir uns auf dem Gras bewegen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt diese Bratpfanne habe. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das vom Vorteil ist. Oh je. Ach, was quatsche ich denn hier? Na gut, okay. Wir sind zwar nicht mehr in der sicheren Zone. Oh mein Gott, es sind bloß noch 4 am Leben. Es sind nur noch 4 am Leben. Nein, mein Ghillie-Suit bringt doch nichts, wenn ich hier im Wasser bin. Ach, scheiße, die Bratpfanne geht mir auf den Sack. Gib mir was anderes. Jo, cool. Sehr schön. Jetzt können wir auch den Ghillie-Suit nutzen ein bisschen, wenigstens. Da ist jemand drin. Oh, verdammter Mist. Okay, ich glaube nicht, dass er uns sehen kann. Er ist immer noch in dem Haus und komm, ganz ehrlich, ich sehe mich nicht mal selbst. 3 noch am Leben. Oh je, das Ding wird kleiner. Ich würde fast lieber die nehmen, ehrlich gesagt. Kann ich nicht einfach meine Waffe wegschmeißen, sodass ich komplett unsichtbar bin? Ist das nicht eine Möglichkeit? Okay, campen wir einfach mal ein bisschen hier drin und warten mal ab. So werden wir wenigstens... Oh mein Gott, wie viel hält der denn aus? Willst du mich verarschen? Wo ist der Drecksack? Oh, der heilt sich jetzt komplett hoch. Da ist er drin. Ja, komm, mit deiner Kartoffelkanone kannst du mich mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Mist! Ach, das gibt es doch nicht! Ah, ich hab gepanickt! Scheiße! Warum hat er denn diese Tausenden von Granaten geworfen? Das ist nicht zu fassen, das hat mich so aus der Fassung gebracht. Ah, ich hatte den scheiß Erste-Hilfe-Koffer. Hab ich den, denke ich, durchbekommen? Ich bin mir nicht mal sicher. Naja, was soll's. Zweiter ist okay. Ich bin mehr als zufrieden mit dem zweiten Platz. Wie gesagt, ich habe eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Ah, kacke, ey. So knapp. Das ist ja nicht zu fassen. Na gut, Leute, aber ich denke, das war ein ganz guter Punkt, um diese Folge hier zu beenden. Survive.io macht immer noch Spaß. Ich bin nur ein bisschen schlechter geworden, wenn ich so recht drüber nachdenke. Es gibt aber auch eine jede Menge neue Sachen. Ich finde die Potatoes irgendwie witzig. Besonders, dass man sich irgendwie Nahkampfwaffen rausziehen kann. Irgendwie ist es aber auch schade. Andererseits, wenn jeder was hat, dann ist es vielleicht auch wieder fair. Naja, was auch immer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge von Survive.io gefallen hat. Wenn ihm so ist, dann lasst doch einfach ein Like da oder, weiß ich nicht, ein Abo oder so. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich war es mal wieder, euer Lega und bis dann.